Ich muss einmal ganz kurz hier einen Waypoint machen. Mit N, ne? Genau. Nee, doch nicht. Kacke. B? Auch nicht. C? V? N? So, da bin ich wieder. Toll, da habe ich jetzt schon nach 23 Minuten drei Videodateien. Ist auch schön. Aber, ja, was soll man von dem Headset anderes erwarten? Beziehungsweise vom PC, der immer gerne mal rumspackt. Wie wir bisher schon gut erfahren konnten. Okay, Essen haben wir auch erstmal genug. Besonders seitdem wir die ganzen Steaks da haben. Ich weiß ja nicht genau woher, aber wir haben die. So, zack. Da immer schlafen gehen, damit er auch weiterarbeitet. Zack. So. Guten Morgen. Guck mal, das ist ja schon Samstag. Gibt's ja gar nicht. So. Okay, Sand haben wir hier. Ton. Den Ton packe ich erstmal weg, weil den brauchen wir jetzt nicht dringend. Zack, zack, zack. So, Ofen habe ich noch. Bruchstein habe ich auch noch. Oh. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Kein Lied kommt. Das passiert zwischendurch auch mal. Ich weiß nicht genau warum. Naja, gut. Das sieht doch schon mal nett aus, oder? So, dann kommt jetzt der Ofen, kommt hier hin. Zack. Buff. Meiner. Buff. So. Zack und zack. Der wartet noch aufs Glas, ne? Ja, der wartet noch fröhlich vor sich hin. Ach, der ist mit den Türen, ne? Ich kann die nur von unten benutzen. Und das, ich verstehe das nicht. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Naja. Wundert mich aber, dass die nicht gedroppt wurde. Das passierte sonst nämlich immer. So. Ja, hier ist der Garageneingang. Da können wir auch bald das coole Garagentor machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auf jeden Fall wird das sehr futuristisch aussehen. Beziehungsweise nicht futuristisch, sondern gegenwärtig, sage ich mal eher. So. Amerikanisches Haus. Aber für Minecraft futuristisch. Future Shit. So. Na, gucke mal. Ich wollte auch vor der Aufnahme schon mal dieses, Informationen raussuchen, welche Blöcke wir denn jetzt auch brauchen. Aber das habe ich für erstmal, das hätte erstmal lang gedauert. Und ich habe es vorerst nicht für nötig empfunden. Also, wir sind ja eh noch im ersten Haus und gehen ja noch nicht auf diese Massenproduktion. Das kommt dann halt mit der Zeit. Wir sind ja noch mal am Anfang, kann man jetzt nicht sagen, aber ja, in den Startlöchern vielleicht, keine Ahnung. In den Startlöchern ist ja noch früher. Okay, so, huch. Zack, zack, zack. Ich muss noch höher. Das ist auch schlimm mit den Bäumen hier, ne? Das ist natürlich auch nur, weil alles hier geterraformt wurde. Apropos Terraform. Wir haben da noch ein bisschen was zu tun und ich hatte in den Kommentaren stehen, dass ich einen theoretisch eigentlich einen Arbeiter da arbeiten lassen kann. Ich weiß noch nicht genau, ob das wirklich geht. Aber er ist ja auch gerade beschäftigt. Aber ich kann ja mal schauen. Warte mal. Huch. Toll. Dann habe ich gerade so einen Block dabei. Nee, ne? Warte mal. Dann mache ich mir eben so hier. Zack. Mache ich mir mal ganz kurz, ne? Es geht ja schnell. Das ist Sand. Glas, hä? Wie viel Glas brauchst du, Junge? So, zack. Jetzt kommen wir wieder nach oben. SimuCraft Building Constructor activated. Verdammt, ich kann es auch nicht austesten. Ich bin manchmal unüberlegt. Oder ich handle unüberlegt, sagen wir es mal lieber so. Gut. Ach komm, geben wir den eben Glas. Ich wollte nur gucken, ob wir Erz haben, aber es sieht jetzt nicht danach aus. So, können wir auch mal pflanzen. Zack, zack. Da haben wir ein bisschen schöner erstmal, damit wir. Es ist so ein karges Land, ne? Das ist nicht so schön. So.
Okay. Warte mal, wo braucht er denn Glas? Hier braucht er, hier war so eine Fensterfront, das weiß ich noch. War eigentlich eine Tür? Ah ne, hier. Genau, hier war eine Terrasse. Hier war eine Tür. Hier ist die Garage. Hier ist noch ein Eingang ohne Tür. Ist total sicher. Und sonst, ja, alles schick. Und die werden wir natürlich auch noch durch, das zeige ich mal ganz kurz. Hedge. Durch die Hecken hier aus, tauschen, die wir mit der Furniture-Mod haben. Kann man ja auch hier so, ne? Kostet zwar ein bisschen mehr, aber das macht ja nichts aus. Sieht aber viel besser aus. So. Hier baut er auch schön. Ja, ich würde sagen, während er dann hier weitermacht. Oh. Können wir schon mal zum Massive Mountain gehen? Oder? Nee, eigentlich ja nicht. Ich wollte ja erst wieder hin. Ich will in jeder Aufnahme zum Massive Mountain. Kann das sein? Wir brauchen erstmal Level. Ich muss überlegen, wie wir jetzt an Level kommen. Level. Könnten theoretisch in den Nether gehen. Und da Nether Quarz abbauen. Ist ja eigentlich logisch, ne? Ich weiß noch nicht genau, auf welcher Höhe ich den Nether haben will. Das ist mein Problem. Mein Major Problem ist das. Lololo. Gut. Vielleicht mache ich den auf Höhe 70? Also auf Höhe 55 oder ja, auf Höhe 50 machen wir ja, glaube ich, das Dingens. Höhe 50. Unsere Mine. Und dann haben wir halt 20 Abstand dazwischen. Also unter der Mine geht's ja nicht. Sonst sind wir da eingeschränkt in unseren Möglichkeiten. Aber so könnte das gehen eigentlich. Keramikscheibe. So viele Items, von denen ich gar nicht weiß, was es überhaupt ist. So, wir gehen jetzt da rein. Bruchstein kann ich behalten. Das kommt auch da rein. Haben wir noch Obsidian? Ich glaube schon. Das war doch hier irgendwo. Das habe ich doch vorhin noch gesehen. Das ist Kohle. Ach da, guck mal. 20 Stück sogar. Ah ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen. So, da brauche ich ganz kurz auch noch. Ne, die Spitzhacke brauche ich nicht. Wollte jetzt nur, falls wir uns irgendwie verbauen, aber da fehlt mir doch noch was. Ich brauche ja auch ein Feuerzeug. Wie gesagt, dann mache ich das halt erst nur provisorisch. Denn ich hatte ja mit World Edit, beziehungsweise MC Edit, noch ein bisschen was vor. Das wird auf jeden Fall cool, aber erstmal natürlich halt provisorisch, damit wir, ja, erstmal in den Nether kommen. Weil sonst fällt mir jetzt nichts anderes ein, wie wir schnell an Level kommen, weil irgendwie kommen hier abends keine Monster. Ich weiß echt nicht warum. Ach, guck mal, jetzt können wir endlich auch auffüllen. Aber es ist so. Wie schön alles aus Kies ist hier unter dem Sand. Ja, ist halt die Realistic World Gen Mod. So. Da oben ist der alte Eingang. Dann bauen wir uns halt einfach an einer Stelle bis Höhe 70 runter, das lasse ich mal da. Und dann baue ich da halt so einen kleinen Kackraum. Ist ja egal. Sofern das Portal in Zukunft dann auch in dem Raum steht, macht es nichts aus. Weil da muss ja erstmal eine gewisse Differenz stehen, damit da Bugs entstehen können. Huch! Ach stimmt. Ach ja, oh. Habe ich ja ganz vergessen. Das sieht ja kacke aus hier. Wegen dem Wasser. So. Gut. Dann freuen wir uns auf ein erneutes Bergsteigerabenteuer. Warum ist es so flüssig? Das freut mich echt. Das ist echt so flüssig wie auf dem Minecraft Bitcoin Server jetzt gerade. Das ist komisch. So, Moment, zack. So. Da macht das Bergsteigen auch noch viel mehr Spaß. Ich habe einen Wassereimer. Gut. Fuhr. Warte, Leute. Ah, Mist. Und zack. Fuhr. Gibt's da draußen noch jemanden, der sich auch nach Life is Strange sehnsüchtig sehnt? Also,
Ich warte ja echt immer, ja, was heißt lange? Also die Zeit ist ja immer genau die gleiche, bis eine neue Episode rauskommt. Aber es ist auch echt eine Kackzeit. Also man will halt immer direkt das Neue wissen. Also ich spiele es ja selber nicht. Wie gesagt, ich gucke ja nur ein Let's Play. Aber sehr gerne. Das ist echt so einer meiner Lieblingsprojekte, die ich so verfolge. So. Uff, 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 ist das hoch. Das ist echt hoch. Aber wir sind ja auch fast da. Ja, mit dem Flitzdinger, da habe ich gestern auch, wir haben auch ein bisschen über ein Projekt gelabert, was er vorhat. Und da werde ich auch dabei sein, aber ich verrate dazu noch nichts. Das ist alles noch top secret. Da, okay. Alles noch top secret. Aber ich glaube, ich werde da auch aufnehmen. Ja, hi. Dann werdet ihr halt auch auf meinem Kanal sehen, was da so abgeht. Nein. So, aber das wird nur, ja, eine Aufnahme sein. Eine Aufnahmesession. Aber in Zukunft werden wir da bestimmt öfter mal was machen. Er macht auch halt so Challenges und so. Ich habe ihn auch in meiner... Ne, habe ich noch gar nicht. Mist, habe ich vergessen. In meiner Abo-Box verlinkt. Muss ich noch nachholen. Wollte ich eigentlich machen. Und ich wollte eigentlich nicht so viel großflächig abbauen. Eigentlich wollte ich an einer Stelle runterbauen. Habe ich vergessen. Toll. Das ist ja echt schön hier. So. Dam, 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 dam. So, auf welcher Höhe sind wir denn überhaupt? Oh. Cool. Ist ja gar nicht mehr weit. Oh Mann. Ach du Scheiße. 152. Okay. Dann werde ich mal, dann werde ich jetzt mal einen wichtigen Rat eben mal nicht befolgen. Weil ich einfach darauf hoffe, dass mir jetzt nichts passiert. Und wenn nicht, verlieren wir eh nicht so viel. Halt nur den Sand und die ganze Rüstung, Eisen, Fackel, Essen, also Dinge, die man alltäglich so braucht. So, aber so geht's ja auch schon viel schneller. Reicht ja auch erstmal. Reicht ja auch erstmal. Genau, gut. Dann mache ich das auf Höhe 70. Dekorieren werde ich den Raum dann auch noch nicht. Es wird halt nur ein sehr kleiner Kackraum, also entschuldigt mich, wenn ihr euch da mehr erhofft. Nee, das lasse ich einfach mal. Ich finde es auch echt cool, dass da im Massive Mountain auch so kleine Höhlen generiert werden. Das finde ich auch echt interessant. So. Höhe 70, gut. Hier wird die Leiter sein, deswegen muss ich die Eingänge für den Raum hier machen. Und die Breite reicht ja sogar schon für den Raum. Traurig, aber ist so. Sogar schon zu breit, wird asymmetrisch. Ist egal. Ist egal. Ist völlig egal. Wird halt total kacke. Kacke. Einfach, es wird einfach kacke. So. Ist ja sowieso nichts Neues. Obwohl, aus Prinzip könnte ich es doch symmetrisch machen. Mache ich jetzt auch. So. Hier mal Fackeln hin. Oh, T. Ist das ein Zeichen? Nein, ich glaube nicht. So. Es geht ja seit einer bestimmten Version. Ich weiß nicht mehr genau seit welcher. Ich glaube seit der 1.7. Also in der 1.8, da... nee, das war schon in der 1.7. Dass man halt verschiedene Formen machen konnte. So, zack, 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 zack. Und den hier. So. Ja, Leute, dann... Da ist der Nether und hört euch das mal an. Das ist von meinem Resource Pack, die Sounds. Echt cool, ne? Und jetzt, wenn ich da reingehe, passt mal, hört mal genau hin. Cool, ne? So, ist auch immer an einem verschiedenen Pitch und ich hoffe, ich werde jetzt nicht sterben. Bitte, bitte, drückt mal die Daumen, Leute. Okay. Oh. Glück gehabt. Manchmal ist es passiert, da bin ich im Nether irgendwo in der Luft gespawnt und dann bist du fast gestorben direkt. So. Ja, Shader im Nether ist natürlich immer nicht so ganz so gut. Deswegen werde ich den jetzt mal ausschalten.
Sonst entstehen da Shader-Bugs und so, und das wollen wir nicht. So, ich muss einmal ganz kurz hier einen Waypoint machen. Mit N, ne? Genau. Nee, doch nicht. Kacke. B? Auch nicht. C? V? N? Brrr. Steuerung. Ich hab's total vergessen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich zwischenzeitlich mit einer anderen Map gespielt habe. Toll. Ja, toll. Ich glaube, das war ganz unten, ne? Spielmechanik, Twitch. Nee. Mapwriter. Ah ja, guck hier. Insert. Ah ja. Komm, machen wir es. Y. Y wird sich eh mal ändern. Dann machen wir hier Nether. Portal. Massive Mountain. So. Gruppe. Portale. So. Haben wir ein Portal. Das können wir dann auch noch lila machen am besten. Aber die Schreibweise finde ich ganz gut. Dann haben wir halt hier auch im Nether auch eine Karte, die jetzt nicht mega viel bringt. Aber wir können halt auch mit den Portalen und so gucken, dass das alles zusammenpasst. So, mache ich das lila oder... Ach komm, ich mach einfach das hier. Zack. Ja, und dann können wir halt immer gucken, okay, das Nether-Portal führt da und dahin, wenn man da mal mehrere hat. Und jetzt sieht man diese Striche extrem. Also hier fällt sehr auf. Und unser erstes Quarz. Aber ich habe noch keinen Hinweis bekommen, wie ich das denn fixen kann. Also wie gesagt, wenn ihr da mehr Informationen habt, als ich, bitte ab in die Comments, wie der Mr. Trashpack jetzt sagen würde. Und das Headset ist wieder aus, das gibt's doch gar nicht. Ne, das gibt es einfach nicht. Boah, das nervt mich gerade extrem. Nein! Boah, es ist schlimm. Echt schlimm. Na, ist mir jetzt egal. So, ach, stimmt, da ist doch mein Portal. Ich laufe einfach direkt zurück, aber okay. So, da, Alter. Was ist das denn? Ich brauche hier unbedingt eine Treppe, sonst komme ich hier gar nicht mehr hoch. So. Das ging ja schnell. Tja, so passt es. Okay. Das nervt aber trotzdem, dass ich mich nicht höre. Es tut mir so leid, Leute, dass ihr davon so viel mitkriegen müsst. Und ich mir tut's für mich leid, dass ich wieder in Millionen Dateien habe. Aber naja. Gut, pass auf, ich unterbreche nochmal ganz kurz. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder und also ich find's echt schade, dass mein Headset mittlerweile so verbuggt ist. Software-technisch verbuggt. Vielleicht hat es auch mit der Hardware zu tun. Ich weiß es nicht, dafür habe ich mein neues Headset. Aber auch deprimierend, dass es nicht geht mit dem Mikro. Und ich immer noch keine Lösung gefunden habe. Ich denke immer, ich finde eine Lösung, aber manchmal leider doch nicht. Hätte ich mal früher wissen müssen. Naja, egal. Headset ist trotzdem gut. Okay. Gut. Alter, schon 22 Level. Das ging schnell. Das ging echt schnell. Ich glaube, wir brauchen 33, wenn ich mich nicht irre. Wie ein Ire, ahahaha, den hatten wir schon oft. Glaube ich, das ist jedenfalls mittlerweile so ein kleiner Insider. So, Pilze. Habe ich jetzt... Das sah aus, als ob ich zwei abgebaut habe. So, die Musik passt natürlich überhaupt nicht, das tut mir leid. So richtig ruhige Musik im Nether. Hier brennt alles, hier ist der Teufel ist hier los, aber Hauptsache ruhige Musik, ruhiges Ambiente. Aber wir werden uns ja eh nicht ewig hier aufhalten, das ist ja klar. So, ich werde bestimmt nie zum Portal finden, auch wenn ich einen Waypoint habe. Warte mal, Underground Mode vielleicht? Bringt mir auch nichts, oder? Doch. Doch nicht. Doch nicht. Okay, egal. Custom.
the sign tells me something different every single time. I can tell it's sacred, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Every little symbol, every little sign tells me something different every single time. I can tell it's sacred, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Every little symbol, every little sign tells me something different every single time. I can tell it's sacred, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Every little symbol, every little sign tells me something different every single time. I can tell it's sacred, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Every little symbol, every little sign tells me something different every single time. I can tell it's secret, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Give me what I need and I will let it go. Every little symbol. I can tell it's sacred, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Every little symbol, every little sign tells me something different every single time. I can tell it's sacred, not for me to know.